Damit herzlich willkommen pünktlich zum Start hier an diesem schönen Sonntagabend in der PlayStation 4 Online-Liga der Formel 1. Haben einen sauberen Start. Achtung auf Turn 1. Mini-MX hatte einen ziemlich schlechten Start erwischt. Gennaro hat ihn direkt überholt. Mini-MX ist auf Platz 2 gestartet, aktuell auf Platz 5, Platz 6 runtergerutscht. Eieieiei. Eine kleine Kollision. Das direkt zu Anfang in der ersten Runde. Und die zwei fighten da vorne. Ohne Wenn und Aber. Gennaro und Metol Jordan. Metol Jordan fährt in die Box. Mit der. Ja, wechselt die Reifen auf Soft. Könnte eine gute Taktik gewesen sein. Gennaro und Florian noch auf Ultrasoft unterwegs, aber noch auf der Strecke. Oh, Metol Jordan. Mit dem Überholversuch, mit dem Überholmanöver, drängt da Bischi leicht raus, aber gut gelöst. Ah! Salvi, 3 Sekunden Zeitstrafe wegen mehreren Verwarnungen. Hinter Metol Jordan kommt aber auch schon Gennaro und die nehmen ihn nichts mehr. Der überholt Salvi und er kann den Abstand immer wieder verringern. Nach gefühlt jeder Kurve verringert er den Abstand, Freunde. Das dürfte ziemlich schnell mal ein Überholmanöver geben. Seine Reifen noch erst 10 Runden alt, Salvis schon 15 Runden. Kommt aber kaum ran. Kommt leider kaum ran. Und jetzt einen guten Exit. Ah, das war nicht ideal. Salve mit dem besseren Exit. Jetzt mit der S kommt er auch nicht vorbei. Er bremst meinem Empfinden bremst er ein bisschen zu stark ab immer. Aber jetzt hat er ihn, überholt. Sehr gut gemacht von Mini-MX, Platz 2 damit aktuell. Aber Salvi überholt zurück. Sehr gut gemacht, Salvi. Aber man hat schon kurz gesehen, wie das Heck leicht wegrutschte. Salvi wieder vorne. Er macht's nicht schlecht. Lieber nochmal zurückstecken, als Salvi wegzuklatschen von der Seite. Was ja auch nicht Sinn des Rennens sein soll. Und hier hat er ihn dann wieder überholt. Man sieht, Freunde, ein bisschen Geduld, dann kommt das Überholmanöver. Ja. Salvi gerade mit dem Überholmanöver. Mit dem Überholmanöver vorbei an Florian. Und Zwergschogan wird es jetzt auch noch mal probieren in der zweitletzten Runde, beziehungsweise spätestens in der letzten, da er kaum noch Abstand hat von Florian. Ich wurde gefragt, ob ich das Ganze streamen möchte, ob ich das Ganze kommentieren möchte. Habe ich gesagt, ich probiere es mal
am Sonntag, also am heutigen Sonntag, wo das Fahnenrennen in Hockenheim stattfindet. Und ja, jetzt kommt der S-Zwerg Shogun, überholt Florian in der letzten Runde. Wie ich es vorausgesagt habe, mit der S. Auch am gleichen Ort wie Salvi vorhin Florian überholt hat. Und Metol Jordan fährt ins Ziel. Wenn er, ich weiß jetzt nicht, wie es mit den Zeitstrafen aussieht, aber wenn er eine Zeitstrafe hat, und der Sieg im Fahnenrennen der Formel 1 PlayStation 4 Online Liga für Metol Jordan